Nur mal für das Protokoll, ich habe noch nie meinen Bart abgemacht, seitdem ich ihn habe. Das wird wundervoll aussehen. Ich komme mir gerade vor wie 12, Alter. Wieder krank. Schöner krank. War kein Scherz, ich bin wirklich krank. Heute früh angefangen wieder. Fühl mich heute. Körper ist runtergefahren. Hätte keine Pause machen dürfen. Ah, Stimme braucht eine Pause. +440, was kostet denn 20 Euro? Ist ja nix. 400 MGO, das ist ja nix. Da kannst du ja auch hier diesen Billion Flotte Biene kannst du dir da auch rufen für 1,20 Euro. Was denkst du, was dadurch passiert? Guck mal, und merkt ihr das, ne? Auf einmal verdient so viel Geld, dann gehen sie so mit Geld. Das ist billig, billig Honig. Flotte Biene hat das geguckt. Frag doch mal Nils, wie es war in Therme Erding. Schön war da, ich hab ihn runtergefahren, deswegen bin ich krank. Ey, ich möchte jetzt mal so ein paar Informationen haben. Was hat euch an Therme Erding am besten gefallen? Jeder kann es mal sagen. Der Ausgang, der mich wieder nach Hause gebracht hat. Da war ein Burgerladen drin, der Burgerladen war wirklich sehr gut. Der war wie Burger, so ein guter Burger in Berlin. War geil, der hat gut geschmeckt, aber der Rest, Digga, Schatz. Zwei Burger, eine Pommes, 50 Euro. Und ich sag mal so, Richard, merkst du, in welch, was für einer Welt leben? Das ist Inflation, Kapitalismus, die wollen für alles in. Digga, wie alt bist du? Nee, Pepe, danke. Also, wenn ich dich nicht hätte, ich wüsste ja nicht, wie geklappt kommen in dieser Welt. Gerne, gerne. Top 3 Dinge, die euch nicht gefallen haben. Oh, Gülle! In der ganzen thermischen ja. Gülle. Dank Nils. Natürlich übelst viele Fanboys da gewesen. Der Lüfter lag rum. Ey, Finch. Komm aus der Sauna raus. Komplett durchgeschwitzt, nass, komm da halt an. Ey, darf ich dich mal was fragen? Bist du Finch? Ich hab dich nicht nackt gesehen. Ich so, nee, ich war mit Jeans gerade in der Sauna drin, das stimmt. Der, ich sitz in der Sauna drin beim Aufguss. Sitzt mir ein Fanboy gegenüber? Die ganze Zeit an. Ich gucke, ich mach schon so, guck so. So willst du mein Sch. Was willst du? Noch in der Sauna, da bist du doch zum Abschalten. Schalte doch ab. Ich bin Richard. Warte, hast du Probleme mit meinen Schuhen, oder? Ich mixe natürlich auch noch die Getränke. Ja, und wenn Nils jetzt so mal kleine Wünsche hat, dann werde ich diese auch erfüllen. Aber nur kleine Wünsche. Wie rasieren dein Bart jetzt ab? Ja. Hier, ne? Finde ich auch. So Kinnlänge. Genau, so hier. Ich komme mir gerade vor wie so ein Tier im Zoo. Tiere haben keine Wahl. Gerade gucken. Ja, das Ding hältst du gerade so. Das musst du so halten. Nee, guck seitlich. Nein, dreh dich nochmal. Sorry, ich war noch nie im Knast. Im Profil. Dreh dich ins Profil. Dreh dich doch so. Hab ich doch. Und das hältst du so. Ach so. Andere Seite. Ach so, nur mal für das Protokoll. Ich habe noch nie meinen Bart abgemacht, seitdem ich ihn habe. Nur mal so. Wie Pepe sieht leer aus. War schön mit euch. Aber Digga, das ist männlich. Das wird wundervoll aussehen. Ja, vor allem, weil ich hier auch richtig schön weiß bin hier unten, weil da ja keine Sonne rangekommen ist. Hey. Ich mach aus, wächst nie wieder nach. Sofort, Türkei. Sofort. Ich hab einen Flug für morgen gebucht. Gian, kannst du bitte mal regeln? Danke. Ich bin übermorgen wieder da. Ciao. Hey, wie tief willst du noch in mich rein, Alter? Digga, das Mikro ist über meinem Kopf. Nimm mal meine Hand wie ein Mann. Hallo. Servus. Hi. Grüße, Servus. Mein Kleiner. Hallo. Der Kleine. Der kriegt seine erste Rasur. Da wollte ich dabei sein. Das ist ein sehr besonderer Moment für mich. Also, einmal den Bart. Komplett weg. Sieht ungepflegt aus. Gefällt mir nicht. Gefällt meiner Frau nicht. Wir haben ein bisschen Angst. Letztens waren wir zu Besuch. Da war die Birgit da. Meinte, wie sieht denn der Junge aus? Ich habe mich geschämt. Ich meinte, das ist nicht unserer. Hier würde ich anschneiden und der Rest kann weg. Alles weg. Ich schäme mich für den. Ah, okay. Verstehe. Kannst du bitte sagen, dass du das wolltest? Ich kenne ihn seit 11 Jahren. Ich habe ihn noch nie ohne Bart gesehen. English or Spanish? Spanish. Spanish. Gracias, hermano. Und ich sag dir, den einen Pickel drücke ich dir noch aus. Mit den Lippen. Mit den Lippen würdest du machen? Ist der schon ready? Der ist ready. Wirklich? Ja, der ist ready. Ich habe es ja gestern schon versucht. Der könnte mit mir ins Kino gehen. Oh, Pärchenplatz. Ja. Aber wir sind hier noch beim Haareschneiden. Das ist schon echt scheiße, Alter. Das sieht völlig scheiße aus. Das sieht richtig fresh aus. Wirklich. Mein Gesicht, Alter, sieht halt richtig fett aus. Ich meine, ich bin zwar fett, aber komm mir gerade vor wie 12, Alter. Feuer auf der Bühne. Mein Feuer. Jetzt wird es mir auch wirklich schon warm. Das ist nicht das Feuer, das bin ich. Und jetzt fucken wir mal ein paar Leute ab und fragen mal, was machen die hier eigentlich? Warum liegt hier Stroh? Ricardo, ja. Erklär uns doch mal deine Aufgabe hier. Extrem gut aussehen und gucken, dass es
die Technik eingebaut ist, die wir bestellt haben. Und ich suche gerade nach einem Klappfahrrad. Ja, guck mal weiter, wir wollen dich auch von deiner Arbeit ja nicht abhalten. Ich habe extrem viel zu tun. Danke. Klausi, erzähl uns doch mal, was ist denn so dein Aufgabenbereich? Für was bist du alles verantwortlich? Wie sieht dein Tag aus? Weil wir wissen ja, du hast ja wirklich ganz viel zu tun. Er muss ja auch mal eine Pause machen, ne? Wir müssen ja auch das Arbeitsschutzgesetz alles einhalten, ist ja richtig. Auf jeden Fall. Habt ihr ein Gesetz halt? Irgendwas mit Arbeit und Gesetz. Ricardo und ich sind die ersten beiden, die reinkommen, die letzten beiden, die gehen. Okay, aber für was genau? Immer noch ein bisschen mehr ins Detail. Was genau? Ich meckere die Leute an, wenn irgendwas nicht läuft. Oder wenn Leute nicht das richtige Bändchen haben. Oder wenn Leute sehen, dann bin ich auch Security. Ich bin ein bisschen alles. Gian. Ja? Würdest du bitte mal kurz für die Leute hinter der Kamera mal kurz erklären, was so dein Aufgabenbereich ist? Zeig denen noch dein Gesicht. Gut, das müssen wir dann rausschneiden. Gut, okay, das macht keinen Spaß. Wir gehen weiter. Wir sind hier in München. Guck da mal, die wunderschöne große Halle. Ja, hier kann sich dann keiner beschweren, hat irgendwie einen Sonnenstich gekriegt oder irgendwas. Das läuft. So, hier haben wir den Merch. What are you do for living? Ja. What are you do for living? Richtig. Wirklich jetzt? Ja, ungefähr. Fick dich. What is your job? And tell me, what is your... Naja, ihr wisst ja. Sorry, but my English isn't so good. I'm early, also ich bin ehrlich. What is your job here in by the merch? Count all the merch. Yeah. Put in the correct place. Yeah. And sell to the people. Na, dass alles immer ordentlich da ist, da wo es sein soll, dass it, sie verkauft it und you know. How do you long make the job? Doing the job? How many years or month or days? Ah, only 1 month. 1 month. This tour. Yes. But weiß ich doch nicht, Gian, erklär's ihr doch mal bitte. My name? Richard. Wird das so ausgesprochen? Richard. 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 Okay. Okay, thank you. it was very good and it makes Spaß. Wer bist du denn? Ich bin für Finch seine Umkleide zuständig. Was da ist denn deine Jobbezeichnung? Ach so, stellvertretende Geschäftsführung. Komm mal kurz mit. Ich würde gerne dem Stellvertreter, du bleibst mal kurz hier. Musst du noch mal kurz den Gürtel ein bisschen enger schneiden. Wollen wir mal gucken, ob wir schon irgendwo die Meute sehen? Wollen wir da mal kicken? Ja? Das kommt, wir gehen mal. Ja. Die ganzen Leute, die alle ihre Stände haben, die arbeiten auch für mich. Deswegen ist es mein Ziel, dass wir hier mal jetzt kurz vor dem Konzert losgehen, dass sie wirklich nochmal alles geben, wirklich nochmal alles verkaufen. Ganz wichtig ist hier der Schmuckladen. Das ist quasi der teuerste Laden, den ich habe. Oh, mit 4 Frauen in der Tagesschicht. Das hat mir für 60.000 Mark damals übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. Ja. Und naja, und dann nach 2 Monaten waren es eben 27 da. Und das hat ja auch irgendwo eine Herausforderung. Ja. Nachher, wenn ein Konzert vorbei ist, gehe ich denn hier rum, sammle das Geld ein. Aber so schutzgeldmäßig oder richtig so? Kamera ist ja aus, oder? Ja, ja. Natürlich schutzgeldmäßig. Lohnt sich ja sonst nicht. Check. Also auch immer am Fiskus vorbei, ist ja ganz klar. Weil sonst verdiene ich ja kein Geld. Weil das, was ich ja hier bei Finch mache, das ist ja auf Ehrenamt. 50, ja. Ah, dann kommen ja auch noch Steuern drauf. 23 ungefähr habe ich dann über. Was macht man hier alle für seinen Kumpel? Für uns wichtig ist doch kein Verbrechen. Das Handtuch lag immer noch auf der Bühne vor Herrn Weißabgleich. Das geht so nicht! Ja, okay, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, siehst du, wie ich die alle im Griff habe? Erst einmal Applaus für den neuen Bart von Richard hier. Ja. Sehr sexy, sehr sexy. Krass, das dir sau weh. Haben sie dir beim Rasieren den Kinn abgeschnitten oder was? Alles klar, lass uns eine gute Show haben, Leute. Okay, so, komm. Ein halbes Jahr, Digga, ich arbeite seit über einem Jahr an meinem Trikot. Du bist Trikot-Dieb. Also, Dieb. Bayerischer Dieb. Schau mal, du bayerischer Dieb. Ey, du bist ein Schwabe. Ich bin eine Oberscheiße, du Du bist Schwabe. Ich mache Blechmusik, Scheide, und ich bin halt in Bayern und heim wird aufzunehmen. So schaut's aus. Und auf Deutsch.
Prost, das war bayerisch, weil in Bayern redet man bayerisch und wir haben einen in Bayern, also rede ich auch bayerisch. Siehst du das? Jetzt rauchen wir eine. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. So, meine Freunde, wir sind heute in München. Ich habe generell den Backstage heute noch nicht so verlassen, außer einmal, um in den Bus zu gehen, um zu schlafen. Die Sauna hat mich gestern ein bisschen aus dem Leben geschossen und ich fühle mich ein bisschen kränklich. Was natürlich gut ist, weil die Tour hat, wir haben ja schon 4 von 19 Städten gespielt, also kann es ja eigentlich nur noch besser werden, wenn man jetzt schon ein bisschen krank ist. Und ich werde jetzt Alkohol trinken, Booster nehmen und auf die Bühne. Das ist meine Medizin. Check das aus. Jetzt hier beim Frühstück. Gestern war der erste Tag in München. Da gab es kein richtiges Outro. Ich hatte Fieberanfälle. Heute geht es mir irgendwie besser. Ich habe einen Booster denn gefressen vorm Auftritt und lag einfach bis früh um 5 wie ein Zinnsoldat so im Bett. Heute denke ich mal, werde ich aber fitter sein als gestern. Ja, jetzt kommt gleich ein Arzt. Der gibt mir eine Infusion. Der macht mich ein bisschen fit. Ja, eine kleine Überraschung haben wir heute auch noch. Special Gäste wie immer am Start. Oh Gott, zweite Haare. Oh mein Gott, ist der gute Scheiß, war Gian? Wow, Alter. Wir sind gute Vorbilder. Ja, ich wollte eigentlich nur für ein Wochenende nach Frankfurt, ne? Jetzt bin ich seit 12 Jahren hier. Ja, Ratte, du hast recht. Gut, meine Infusion ist leer. Ich bin so faul zum Pissen gehen auf Toilette, dass ich damals in meinem Kinderzimmer lieber 4 Schritte nach links gegangen an meine Palme, hab in meine Palme drin gepisst. In meine Palme. Hab aber so viel reingepisst, dass das unten übergelaufen ist und so überlaufen. Dass ich hat's in meinem ganzen Zimmer immer nach Bahnhofstoilette gerochen. Und meine Mutter hat mir gesagt, was ist denn das? Bis ich irgendwann rausgefunden hab, ich Idiot, hab immer in die Palme drin gepisst und dann hat er doch schon geschimmelt unten. Hat's in meinem ganzen Zimmer manchmal so, kam so eine Note nach Toilette. Und dann hab ich irgendwann gesagt, okay, Palme wegschmeißen, die ist dann auch vergammelt. Hast du dich gemerkt, die ist dann eingegangen. Dann mit dem Sofa hatte ich eine kleine Tupperdose. Dann hab ich immer in die Tupperdose drin gepisst, hab das Fenster aufgemacht und hab rausgemacht. Und irgendwann war es aber so, dass mein Nachbar mitgekriegt hat, weil es windig war. Und ich hab drin gepisst, ran voll, hab's rausgekippt und der Wind hat's unten meinem Nachbar voll gegen die Scheibe. Und irgendwann hat er immer gesagt, was kippst du denn da immer aus dem Fenster? Ich so, ja, Wasser, Getränke. Ich hatte damals immer Angst, wenn ich nachts pissen gehe, dass meine Mutter merkt, dass ich noch wach bin, dass ich Ärger kriege. Deswegen halt lieber in meine Palme drin gepisst oder in meine Tupperdose. Aber das kennen die ganzen Gamer und so, die kennen das. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier Fernsehen gucke und da drüben ist die Toilette, dann nehme ich mir lieber eine Wasserflasche, pisse da kurz drin. Ich finde, Flaschenpissen ist völlig okay. Ich habe zu Hause immer Flaschen, die in die Grinpisse, die ich mir dann einfach so platziere und dann hast du so 4, 5 Pisseflaschen auf dem Tisch. Es wird halt nicht jeder zugeben. Das ist genau wie Popelfressen. Das gibt nicht jeder zu, aber jeder macht es. Geil ist doch, dass er immer, wenn er was sagt, wo er alleine ist, so, ihr gebt es nur nicht zu, aber ihr macht es. Ich will einen Pokémon-Tausch machen, aber der dauert hier zu lange schon wieder. Was wollten wir tauschen? Oh, da hast du eine Cosma Shiny gegen eine Cosma Shiny. Was sagst du dazu? Bräuchte noch 100er. Ich habe bloß 13.000 Sternstopp. Ich hoffe, das reicht. Pass auf, mit ihr bin ich schon seit 2 Jahren befreundet. Anfangi. Ich lade die auch mal zu Raids ein. Wir kämpfen halt immer zusammen. Wir machen uns Geschenke jeden Tag und sind dann irgendwann Glücksfreunde geworden. Und dann hat ich halt gefragt, wo kommst du her? Dann hat sie gesagt, die kommt aus München. Ja, dann habe ich gesagt, naja, wenn ich irgendwann, ich habe in ganz Deutschland verteilt halt Pokémon-Freunde. Und dann irgendwo, wenn die sind, schreiben die mir und dann kommen die halt hin. In Rostock kommen auch Pokémon-Freunde von mir. Und dann tauschen wir halt kurz, machen ein Foto und dann hauen sie wieder ab. Perfekt. Auf den Boden setzen, Füße ausstrecken, andere Seite genau. Pepe macht seit 2 Monaten Sport, ne? Und denkt, er wäre. Hier rüber. Genau. Aber bleib so. Den brauche ich. Ah. So. Und dann. Und ausatmen. Stark, stark. We are the world! Ist doch mal so. Und es wird dann reichen in der Mitte. Servus.
So lernt man sich auch mal kennen. Freunde, ich glaube, das wird heute noch mal ein bisschen extremer als gestern. Ist auch im Allgemeinen wärmer. Ja, nachdem wir Wahnsinn gesungen haben, kommt Frank auf die Bühne und dann singen wir griechischer Wein. Dass du mal weißt, Bescheid ist, dass er danach noch ein bisschen kochen wird. Ja. Also, ganz kurz, ich bin heute wieder relativ fit. Ich hoffe, dass es sich nicht ändert. Gestern hat mir schon sehr gut gefallen, aber heute sind English die und Spanish. Die Realkeeper da, die ersten Fans heute. Das war ein schönes Konzert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Leider kann ich nicht reden, weil ich heiser bin. Danke für euer Verständnis. Danke, München. Liebe euch.